Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier heute meinen Lightning Talk halten darf im Rahmen der Nominierung von Zum to Edutex für den OER Award, den wir leider nicht bekommen haben, aber wir haben den zweiten Platz gemacht. Und ja, ich möchte mich deswegen bedanken, dass ich trotzdem kurz über die Idee sprechen kann. Ja, wie Sie alle schon gehört haben, ich arbeite an der Universität Duisburg-Essen am Learning Lab. Und das Ganze, was wir hier machen, was Edutex betrifft, ist ein Kooperationsprojekt von der Universität Duisburg-Essen und dem Deutschen Bildungsserver. Das Ganze ist so, dass Edutex, wer das noch nicht kennt, unter www.edutex.de einfach mal sich angucken. Es ist eine Social Bookmarking Plattform für Lehrkräfte und Akteure in der Bildung. Das heißt, dort kann man ganz toll mit den Web 2.0 Möglichkeiten Bildungsmaterialien, und die sind teilweise auch offen, also OER, finden, teilen und aber auch sammeln für den eigenen Unterricht zum Beispiel oder auch zum Selbstlernen. Die Möglichkeiten sind da offen. So, bei Edutex selbst, wie gesagt, kann man eben geeignete Webseiten finden oder auch teilen und sammeln. Und diese Webseiten sind nicht nur von Nutzern und Nutzerinnen angelegt, sondern auch von Bildungsmaterialproduzenten, wie zum Beispiel unserem Kooperationspartner der zum.de. Die helfen uns, zusätzliche Materialien einzuspeisen über eine technische Routine. Und genau diese technische Routine hat den Namen Zum to Edutex. Und das Ganze passiert schon seit 4 Jahren, also diese Kooperation. Das heißt also, das, was die netten Leute bei zum.de freigeben über einen RSS-Feed, wird auch in die Online-Plattform Edutex hochgeladen. Und so können noch mehr Lehrkräfte und Bildungsakteure oder auch Lernende diese tollen Materialien auffinden und dann in der Community auf Edutex bewerten, weiter verschlagworten oder auch annotieren. Das bleibt Ihnen selbst überlassen, wie Sie die nutzen möchten. So, dadurch gelangen eben hochwertige Inhalte in die Online-Plattform edutex.de. Und die Zusammenarbeit allerdings, möchte ich nochmal betonen, ist auch sehr wichtig für uns, weil basierend auf diesem Best-Practice-Beispiel hat sich ein Pool von OER-Partnern inzwischen entwickelt, der auch stetig wächst. Wir sind immer wieder in neuen Gesprächen von OER-Partnern, Produzenten, die gerne ihr Bildungsmaterial auch auf Edutex hochladen oder einfüttern möchten, sag ich mal, weil es wird immer nur referiert. Es ist ja kein Server, sondern ein Referatorium. Und das ist den Nutzern, glaube ich, relativ egal, wie das technisch funktioniert. Hauptsache, man findet die Sachen dort. Aber was das Tolle ist, ist, dass wir von Edutex auch ins Gespräch kommen mit anderen OER-Partnern. Und dabei reflektieren wir natürlich über Qualitätsfragen bezüglich OER und auch den Gelingensbedingungen, die dahinter stecken. Das heißt, da wird auch ein Diskurs angestrebt, der außerhalb der Plattform eigentlich stattfindet. Also nicht nur die Userinnen und User haben etwas davon, dass diese Bildungsmaterialien auffindbar sind, sondern wir auch in der Community kommen verstärkt in Kontakt und helfen, etwas Größeres zu bauen. Gut. Dann möchte ich mich einfach dafür auch schon mal bedanken, dass ich hier sprechen durfte. Wer Fragen hat, hier sind meine Kontaktdaten. Und auch das Team von zum.de freut sich wahrscheinlich auf weitere Kontaktanfragen. Der Karl konnte ja heute leider nicht hier sein, deswegen hallo Karl, einmal so Grüße. Und genau, der Ingo Blees vom Deutschen Bildungsserver ist auch hier im Raum, den könnt ihr auch ansprechen. Und ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier zu sprechen.